Hallo, mein lieber Krebs, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für November. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Vielen Dank für alle Likes und Kommentare. Ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, dass meine Legungen hilfreich sind. Allgemeine Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an, da diese erfahrungsgemäß auch sehr passend sein können. Bitte beachte, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für November für dich hat. Ja, mein lieber Krebs, wir starten wie immer beim Monatsanfang, dann sehen wir uns die Blockaden näher an, die im Laufe des November aufgelöst werden können, beziehungsweise sich eventuell auch von selbst auflösen. Und dann schauen wir wie immer noch in zwei Lebensbereiche. Nur ein kleiner Hinweis, eine Kartenlegung zeigt nie alles, was sich in deinem Leben abspielt. Wir schauen uns hier auch Tendenzen an, das sind hohe Wahrscheinlichkeiten, was bedeutet nichts hiervon muss eintreffen, beziehungsweise macht einen das Universum auch sehr gerne auf etwas aufmerksam, wo man dann prophylaktisch handeln kann. Es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge. Solltest du dich dennoch bei einem Abschnitt unwohl fühlen, dann kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Abschnitt nicht für dich bestimmt ist. Den lässt du dann bitte dementsprechend ziehen. Und wir starten jetzt hier beim Monatsanfang. Und hier ist ein ganz interessantes Thema. Hier zeigt sich eine sehr unangenehme Person. Die habe ich jetzt hier überall in der Legung schon wahrgenommen. Ja, da möchte ich nur hinzufügen, ja, wenn du dich jetzt in dieser Legung nicht wiederfindest, weil das schon sehr speziell ist, dann schau wirklich gerne, wie ich auch im Intro schon sage, in den Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond rein. Wann welche Legung erscheint, findest du auch unten im Infotext und unter Kanalinfo. Hier haben wir auf jeden Fall diese Person, die dich auch sehr stark beschäftigt. Diese Person hat hier bei dir Zweifel geschürt, ist sehr, ja, ist sehr unangenehm, aber nicht nur für dich, sondern da gibt es auch noch andere Menschen, wie ich sehe, die irgendwo unter dieser Person zu leiden haben. Also schwierig, wer das hier ist. Ich meine, das kann jetzt kann jemand sein aus der Familie, also irgendein Familienkonstrukt, das sich über sehr lange Zeit aufgebaut hat. Kann natürlich auch irgendetwas im Freundeskreis sein. Natürlich kann das auch eine dann eher toxische Partnerschaft betreffen, ja. Oder eben, wenn du hier mehr auf Berufliches schaust, kann das hier natürlich auch jemand aus dem beruflichen Umfeld sein. Ich kann dir hier gleich hinzufügen, diese Person gibt sich, ja, gibt sich einflussreicher, als sie eigentlich ist. Also da ist viel Schein, nicht viel Sein. Ja, es ist wichtig, dass du dich hier nicht so sehr von dem Gehabe beeindrucken lässt. Denn ich sehe hier, dass du hier schon sehr negativ grübelst. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wer das ist. Das wäre wirklich interessant zu wissen, weil diese Person scheint hier immer wieder auf. Was ich dir sagen kann, in diese Situation, die kannst du im Laufe des November auflockern. Aber das ist jetzt nicht alles, worum sich der November hier bei dir dreht, also zumindest laut dieser Legung. Wir haben hier ein paar Angelegenheiten, die hier interessant für dich sein können. Hier haben wir
Hier haben wir noch etwas, das eine Person betrifft, die dir wohlgesonnen ist. Kann tatsächlich jemand aus dem Freundeskreis sein, kann aber auch jemand sein, mit dem du beispielsweise geschäftlich zu tun hast. Ja, da geht es um irgendeine finanzielle Angelegenheit, also ein finanzielles Wachstum. Das könnte ein Standbein sein, eine Idee, die umgesetzt wird. Ja, irgendetwas, wo hier ein Gewinn anstehen könnte. Kann natürlich auch jemanden aus der Familie betreffen. Also es geht ja darum, etwas soll hereinkommen, eine Möglichkeit zeigt sich hier. Das ist schon sehr vielversprechend. Diese Person, um die es hier geht, die ist bei den meisten jemand, also eine Person, die sehr direkt ist. Ja, also ja, vielleicht manchmal ein bisschen zu direkt, aber aufrichtig und ehrlich. Also man weiß, woran man ist. Und mit dieser Person gemeinsam tut sich hier eine bestimmte Möglichkeit auf. Oder diese Person lässt dir hier eine Möglichkeit zukommen. Das zeigt sich hier nämlich parallel. Wenn wir hier in die Außenschau blicken, also wie sieht deine Situation von außen betrachtet aus, dann zeigt sich hier das Thema Wahrheit. Das kann jetzt eben auch sein, dass gerade hier zum Monatsanfang, dass dir hier einiges offenbart wird. Vor allem eben auch durch diese Person hier, die wir hier mittig liegen haben. Tendenziell tatsächlich jemand aus dem Freundeskreis, eine aufrichtige Person. Vermute ich, dass diese Person dir hier auch irgendetwas mitteilt. Vielleicht besprichst du hier irgendeinen Umstand, vielleicht geht es auch um diese Person hier. Und du wirst hier mit einer Wahrheit konfrontiert, die aber auch dazu führt, dass sich etwas Bestimmtes beruhigen kann, mein lieber Krebs. Schauen wir uns jetzt die Blockaden an, die du im Laufe des November auflösen kannst, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass sich hier auch etwas wie von selbst auflösen kann. Diese Blockaden können sich hier noch im Verlauf der Legung noch einmal von selbst zeigen. Dann weißt du in etwa, wann diese Blockaden gelöst werden können. Das ist jetzt aber nicht unbedingt erforderlich. Es kann auch sein, dass hier das ein oder andere Thema dabei ist, das dir einfach nur bewusst werden soll, um dann aufgelöst werden zu können. Ich bleibe jetzt hier gleich im Umfeld. Wir schauen uns hier immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Menschen oder mit einer bestimmten Person zu tun hat. Und das ist jetzt wirklich spannend, denn hier geht es eben auch um diese Möglichkeit, die sich hier zu Beginn der Legung schon zeigt. Ja, also wo es ja für mich ganz eindeutig für 99% geht es hier um etwas Finanzielles, ja, um irgendein Wachstum. Und das liegt hier noch in den Blockaden, ja, also das ist hier noch blockiert, soll aber freigesetzt werden. Diese Möglichkeit sieht für mich vielversprechend aus, ja, also das kann hier durchaus von Erfolg gekrönt sein. Ich habe die Vermutung, dass aber diese zwischenmenschliche Angelegenheit mit dieser sehr präsenten Person in der Legung hier zu tun hat und hier dafür sorgt, dass du dich hier nicht so recht um diese Sache kümmern kannst. Ja, weil also das kann hier wirklich sehr groß werden, was diese Möglichkeit betrifft. Hier zentral haben wir liegen, dass du aufgrund, ja, dass dich hier irgendein bestimmtes Treffen, vielleicht auch ein bestimmter Termin sehr stark beschäftigt. Dieses Treffen oder diese Kommunikation hat bereits stattgefunden. Das hängt hier für mich ganz klar zusammen. Hier, ich nehme an, es geht hier auch um diese Person, die sich hier so wichtig macht oder so. Ja, so dominant wirkt. Also irgendetwas beschäftigt dich hier, wie gesagt, sehr, sehr stark. Das nimmt enorm viel Raum ein und ich sehe hier auch eine Kommunikation und irgendetwas ist hier für dich offen geblieben. Also kann auch sein, dass man dir hier noch eine Antwort schuldet oder dass du noch auf eine Antwort wartest. Ich glaube aber, dass es hier wirklich konkret um dieses Gespräch geht. Also der Kontakt mit dieser Person, den sehe ich hier einfach ganz eindeutig in den Blockaden. Vermute ich, dass du dir wegen irgendeiner Angelegenheit Sorgen machen könntest, ja, was dann auch verständlich ist. Diese Person hat aber nicht so viel Einfluss, wie sie meint, ja, oder wie sie sagt. Also kann es sich hier um eine
männliche und auch oder auch weiblich gelesene Person handeln, das sehe ich wie immer komplett geschlechtsneutral. Ja, wichtig ist, dass sich das hier auflöst, ja, was auch immer das hier ist. Also das ist hier irgendeine belastende Verbindung, beziehungsweise eben irgendein belastender Termin, ein belastendes Treffen, das hier stattgefunden hat. Und das überschattet hier diese neue Möglichkeit, mein lieber Krebs. Wir schauen jetzt mal in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten. Für diesen Abschnitt der Legung ist es nicht zwingend notwendig, berufstätig zu sein. Das sage ich nur dazu, weil die Frage immer wieder auftaucht. Wir schauen uns den Monat wie immer gedrittelt an und starten im ersten Monatsdrittel. Natürlich ist es auch möglich, dass sich die einzelnen Drittel im Einzelfall vertauschen. Üblicherweise läuft es aber chronologisch ab. Ja, und jetzt wollen wir natürlich erfahren, was tut sich denn hier im ersten Monatsdrittel? Ich kann dir hier schon sagen, du durchläufst hier eine Veränderung, mein lieber Krebs. Da kann es durchaus sein, dass sich hier einiges in die Länge zieht. Ja, also ich sehe hier die ersten zwei Monatsdrittel, da greife ich schon ein bisschen vor, die haben mit dem Thema Geduld zu tun, aber auch damit, dass sich deine Geduld bezahlt machen soll, beziehungsweise deine Mühen. Das ist eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum, also fühlt sich an wie 2 Wochen, wo du hier noch geduldig sein sollst oder wo dir das Universum empfiehlt, geduldig zu sein, denn du sollst hier dann an einen Punkt kommen, wo sich etwas verändert oder ein Ziel erreichen, ja. Es fühlt sich aber so an, als würde das, ja, sehr, sehr lange dauern. Und hier haben wir auch wieder diese Person liegen, ja, die sich hier schon zu Beginn der Legung gezeigt hat. Also, ja, wer kann das sein? Hier kann es natürlich um eine finanzielle Angelegenheit gehen, also beispielsweise, ja, das Thema Erbschleicherei, das kommt mir hier gleich, also das zeigt sich mir hier gleich. Da kann es dann natürlich auch um eine Trennung gehen, wo hier vielleicht bestimmte finanzielle Aspekte geklärt werden sollen, wo das hier auch ein bisschen, ja, sich schwierig gestaltet. Es kann natürlich auch, ja, das berufliche Umfeld betreffen, also dass, wenn du beispielsweise angestellt bist, dass hier jemand die eigene Position ausnützt und ja, das gerne andere spüren lässt, ja, also dass man hier irgendwie in einer Hierarchie weiter oben ist. Da kann ich sehen, das wird dich schon auch beschäftigen und natürlich dadurch, dass du hier mit jemandem zu tun hast, der so unangenehm ist, ist diese Wartephase hier, die, ja, die zieht sich dann natürlich gefühlt in die Länge. Ich kann dir hier aber auch sagen, ja, dass das Universum hier Gerechtigkeit ankündigt, mein lieber Krebs, was diese Person hier betrifft. Also das ist für mich auch ganz eindeutig. Eine Gerechtigkeit zeigt sich hier entweder oder wird hier gestartet, ja. Also das Universum schaut hier nicht zu, beziehungsweise die Taten dieser Person, die landen dann auch irgendwann wieder bei dieser Person, ja. Also das kommt offenbar wieder, also das kommt dieser Person zurück, was sie da ausgeteilt hat. Und du bist hier, wie gesagt, nicht, ja, du bist hier nicht die einzige Person, die hier zu leiden hat unter dieser Person oder wo sich diese Person hier einfach mühsam zeigt. Und hier beginnt das Blatt sich zu wenden. Bei manchen zeigt sich hier die Gerechtigkeit auch bereits. Schauen wir mal in die Monatsmitte. Und hier haben wir nochmal diese Wartephase, die hier aber enden soll. Ja, also im Laufe der Monatsmitte kommst du hier an die Reihe. Also du bist hier an der Reihe. Das ist hier eine ganz klare Message vom Universum. Das bedeutet, du wirst hier vielleicht geht es ja auch um einen Jobwechsel bei manchen oder dass hier irgendetwas gestartet wird. Irgendetwas, worauf du wartest oder hingearbeitet hast, das kann hier abgeschlossen werden. Und mein lieber Krebs, hier ist es besonders wichtig,
dass du auf deine Gedanken Acht gibst. Denn hier kann ich sehen, dass du dir, ja, dass du in der Monatsmitte hier dazu neigst, alles schwarz zu malen oder vieles schwarz zu malen, ja. Und hier vielleicht auch das Gefühl hast, ach, ich komme da nie ans Ziel und das wird doch nie etwas, ja, weil sich das schon gefühlt so in die Länge zieht. Und hier möchte das Universum einfach auch eingreifen und dir hier mitteilen, dass du es in der Hand hast, also und dass sich die Dinge auch dementsprechend fügen sollen, ja, zu deinen Gunsten. Und ich kann hier einfach auch sehen, dass hier manche auch so eine Art Verlustangst haben im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen oder dass sich hier etwas ungünstig entwickelt. Kann natürlich sein, dass sich hier auch in der Monatsmitte eine Situation zeigt, eine Herausforderung nämlich, wo du im ersten Moment glaubst, man kann das nicht lösen, ja. Also, und das ist wichtig, dass du hier bei dir bleibst, denn es gibt offenbar eine Lösung und im ersten Moment wirkt es einfach so, als wäre das eine verfahrene Situation, ja, und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass du hierauf vorbereitet bist und achte auf deine Gedanken, ja, das ist ganz besonders wichtig, das ist ja auch ein Thema, das sich auch schon zum Monatsanfang gezeigt hat. Du hast es in der Hand, welchen Gedanken du mehr Beachtung schenkst, ja. Das bedeutet nicht, dass du hier irgendetwas verdrängen sollst, sondern eben auch Gedanken zulassen, wie beispielsweise die Frage, was ist, wenn es viel besser wird als erwartet. Dann haben wir hier noch ein Thema, das Umfeld betreffend, in der Monatsmitte und hier durchbrichst du einen Teufelskreis, ja, also da gibt es irgendetwas, das sich wiederholt bei dir und ich sehe hier zum einen Erleichterung oder dass du hier in einer ausgelassenen Situation oder in einer Situation, in der du dich sehr wohl fühlst, plötzlich etwas erkennst, es wird dir hier etwas klar und vor allem, dass sich hier irgendetwas wiederholt. Ich vermute, dass das hier auch diese Person betreffen könnte. Und das, was hier wichtig ist, weil es geht ja auch sehr viel um das Thema Wahrheit. Mein lieber Krebs, du wirst hier erkennen, was du hier auch wiederholst. Ja, also, und das ist eben das Entscheidende. Das Verhalten oder jemand anderen können wir nicht ändern. Man kann nur sich selbst ändern. Ja, das ist schon auch wichtig. Und in Bezug auf eine bestimmte Person wird dir hier etwas bewusst, wo du hier eine bestimmte Situation mit deinem Verhalten begünstigst, die für dich eher schadhaft ist, ja. Und da kannst du diesen Teufelskreis durchbrechen und das ist auch sehr, sehr spannend und das gehört hier auch mit zu dieser Durchbruchsenergie, ja, hier sehe ich einfach, hier endet diese Wartezeit in der Monatsmitte. Also ich vermute wirklich sehr zentral im Monat, kann natürlich auch, also das wird bei jedem ein bisschen variieren, mit Zeitangaben haben es die Karten jetzt nicht zu 100% genau. Ja, das möchte ich nur auch dazu sagen, vor allem eben auch bei einer allgemeinen Kartenlegung. Aber für mich ist das ja wirklich sehr zentral, wo du dann auch spürst, das Warten hat ein Ende. Ja, also dieses ständige Geduld haben, das hört hier endlich auf, was das hier betrifft. Schauen wir jetzt noch ins letzte Monatsdrittel und da sehe ich wieder die Gerechtigkeit liegen. Für manche ist es ja auch tatsächlich eine Gerichtsverhandlung. Da, wie immer, mein Einwurf, eine Kartenlegung kann natürlich zu keinem Zeitpunkt eine professionelle juristische Beratung ersetzen. Ja, solche Themen zeigen sich lediglich gerne. Ich denke, für manche ist das hier tatsächlich eine Gerichtsverhandlung oder eine Entscheidung, die hier ganz klar gefällt wird. Ja, also das kann ich hier sehen. Gerichtsverhandlung wird tendenziell eine kleinere Gruppe betreffen. Eine Entscheidung wird hier gefällt, beziehungsweise irgendwie habe ich auch das Gefühl, ein Machtwort wird gesprochen. Ja, und irgendetwas wird hier, irgendeine Ungerechtigkeit in diesem Bereich wird hier beendet. Ja, also da kann es eben auch sein, dass du hier einen bestimmten Schritt setzt und sagst so bis hierhin und nicht weiter. Ja, also jetzt habe ich genug. Das kann durchaus mit diesem Teufelskreis auch zusammenhängen.
dann sehe ich hier auch, dass dir hier, also hier haben wir wieder das Thema Wahrheit liegen, dir wird hier eine Täuschung bewusst. Ja, also diese Person, wie ich hier auch schon gesagt habe, also die sehe ich hier noch einmal, mein lieber Krebs, keine Ahnung, wer diese Person ist. Also ich hoffe, dass diese Person ja in den Hintergrund tritt. Ja, also das würde ich dir sehr wünschen, denn das sieht hier schon sehr unangenehm aus. Und dir wird hier im letzten Monat, Monatsdrittel bewusst, dass du hier irgendwo getäuscht wurdest. Ja, eine Täuschung kommt ans Licht. Und auch, dass das ja nicht mit bester Absicht passiert ist. Und das führt hier vermutlich auch zu dieser Entscheidung. Und wichtig ist, dass diese Täuschung aufgedeckt wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass das hier mit diesem Teufelskreis zusammenhängt. Ja, und dann haben wir hier auch einen Umbruch liegen, was das Umfeld betrifft. Also für manche dürfte es hier tatsächlich auch darum gehen, dass hier diese Verbindung endet. Ja, und so ganz allgemein gesehen, glaube ich, ist das auch vorteilhaft, weil ja, also habe ich nicht das Gefühl, dass man sich hier gegenseitig gut tut, beziehungsweise dass dir diese Person hier gut tut. Und ich vermute, für die meisten geht es ja auch darum, dass hier dann ein Bruch auch stattfindet, den man sich auch gewünscht hat. Ja, kann natürlich auch sein, dass es hier um eine Distanzierung geht, also dass man auf Distanz geht, weniger Kontakt miteinander hat. Wichtig ist, dass das hier stattfindet, ja, also dass hier ein klarer Cut ist, der hier durch diese Entscheidung ins Leben gerufen wird, ja, wo es hier nämlich auch um eine große Erleichterung für dich geht, ja, vielleicht ist das bei manchen auch eine Trennung, die hier ja schwierig verläuft, kompliziert verläuft und gegen Monatsende hin kann das hier finalisiert werden beispielsweise. Ja, kann eben auch sein, dass man hier beruflich gesehen getrennter Wege geht. Ja, also ich sehe hier einfach einen Umbruch liegen und auch, dass hier Platz für neue Kontakte dann entsteht. Hängt natürlich auch davon ab, ob du neue Kontakte knüpfen möchtest oder nicht. Aber das ist hier auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass hier diese Entscheidung auch gefällt wird. Und es geht hier auch ganz klar bei ganz vielen um Gerechtigkeit, ein Gleichgewicht, das wiederhergestellt wird. Wir schauen jetzt in den zwischenmenschlichen Bereich. Es ist durchaus möglich, dass sich hier Querverbindungen zum Bereich Beruf, Berufung, Finanzen zeigen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, nur der kurze Hinweis, ich lege nicht direkt zum Thema Liebe. Ich spreche nur dazu, wenn es sich von selbst in einer Legung zeigt. Wir schauen immer auf das gesamte Umfeld. Und solltest du auf die Liebe schauen und sich in der Legung nichts diesbezüglich zeigen, dann heißt das natürlich nicht, dass sich bei dir im November hier nichts abspielen wird. Dann haben die Karten einfach keine relevanten Informationen für dich. Ja, dann decke ich noch die restlichen Karten auf und dann können wir starten. Gut, dann sehen wir uns mal das erste Monatsdrittel an. Ja, und da zeigt sich wieder diese Person. Ja, also auch sehr, also sehr präsent, sehr aufdringlich, übergriffig, nehme ich hier auch wahr. Also ich habe das Gefühl, du kannst diese Person, ja, man kann sich nicht wirklich leiden, habe ich das Gefühl. Also wirklich aufdringlich unangenehm. Verschafft sich vielleicht auch irgendwie Zutritt oder ist sehr neugierig, meldet sich vielleicht auch sehr oft. Und hier kann ich auch erkennen, dass du hier auch loslassen möchtest, aber es fällt hier irgendwie schwer, also dass man hier loslässt. Beziehungsweise wie man sich aus dieser Situation befreien kann, ja, weil ich habe das Gefühl, dass du dich hier vielleicht auch irgendwo unfrei fühlst, ja, also irgendwie in dieser Situation gefangen fühlst. Und es geht hier ganz stark um das Thema Loslassen und dass es hier irgendwie schwierig ist, das in die Wege zu leiten. Parallel dazu sehe ich aber auch eine sehr, sehr positive Energie und ich glaube, das hat hier mit dieser Möglichkeit zu tun, die sich hier auch zu Beginn der Legung schon gezeigt hat. Ja, also das ist jetzt nicht das Einzige. Ich sehe hier einfach nur dieses Thema mit dieser Person.
Person. Also das beschäftigt dich enorm und das nimmt hier den meisten Raum ein. Auch wenn man sich hier vielleicht nicht ständig sieht, aber irgendwie ist diese Person, irgendwie ist die andauernd da oder spuckt in deinem Kopf herum. Das kann natürlich auch sein, dass du sehr viel darüber nachdenkst. Hier ist schon ein Lösungsimpuls für dich parat, nämlich gleich im ersten Monatsdrittel eben, dass du hier dieser positiven Entwicklung, die betrifft eine andere Person, hier mehr Raum gibst. Ich vermute, dass das hier diese Möglichkeit ist, die sich zu Beginn der Legung gezeigt hat, also irgendetwas, das für dich gewinnbringend ist, beziehungsweise eben für beide. Ja, und das ist hier auch entscheidend, ja, denn die eigenen Gedanken sollte man nicht unterschätzen, ja, und auch auf was man den Fokus legt. Schauen wir jetzt mal in die Monatsmitte. Und da sollst du auf etwas vorbereitet werden. Da möchte ich jetzt nur kurz noch einmal nachsehen. Ja, ich glaube, da geht es auch um diesen Teufelskreis, der sich hier zeigt. Also dieses Thema mit der Wahrheit, ja, auch diese Täuschung, die hier auffliegt. Ich habe hier auch die Thematik Untreue, beziehungsweise ja, eine gewisse Form von Verrat, hintergangen werden, getäuscht werden. Eine Täuschung wird hier klar, wird hier bewusst. Und aber auch, ja, und das hängt hier für mich eindeutig mit diesem Teufelskreis zusammen, mein lieber Krebs, den wir hier eben auch in der Monatsmitte haben im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Es gibt ja eine Vorgeschichte, ja, also du bist zum einen nicht die einzige Person, die unter diesen Menschen hier leidet oder gelitten hat. Es gibt ja auch schon mehrere Erfahrungswerte, ja, also du hast hier, du bist ja oft genug enttäuscht worden, ja, und das wird dir hier auch bewusst. Und es kann durchaus sein, dass diese Person vielleicht auch sehr charmant sein kann, ja, und immer wieder um eine Chance bittet und ja, einen immer wieder enttäuscht. Und hier habe ich das Gefühl in der Monatsmitte, was diese Verbindung betrifft, da hast du einfach genug, weil du dann erkennst, okay, es ändert sich im Prinzip gar nichts. Es kommt immer wieder an den Punkt. Es muss hier nicht um Untreue im partnerschaftlichen Sinne gehen, das möchte ich nur auch hinzufügen. Das kann eben auch sein, jemand, der sich immer alle Optionen offen hält und ja, dann in letzter Sekunde absagt, obwohl vielleicht irgendetwas schon sehr lange geplant war. Es kann ja natürlich auch um eine finanzielle Angelegenheit gehen, ja, eben Familie, Freunde, Partnerschaft etc. Also wir schauen hier auf alles. Und in der Monatsmitte hast du dann genug. Und das ist eben auch der Punkt, wo diese Geduldsphase endet, weil du setzt hier offenbar diesen Schritt. Und diese Klarheit, das ist natürlich verständlich, dass das auch ein bisschen schmerzhaft ist, aber das ist sehr wichtig, denn das bezeichnet ja auch diesen Wendepunkt, der für dich hier entscheidend ist. Und hier jetzt im letzten Monatsdrittel, und das ist wirklich sehr schön, hier wird ein Druck aufgelöst, ja, also irgendeine Drucksituation kannst du hier loslassen, etwas, das dich unter Druck setzt. Und das ist für mich hier ganz eindeutig diese Person. Also da sehe ich auch diese Entscheidung liegen, ja. Ich habe das Gefühl, da könnte es auch eine Art Showdown geben, ja, also dass man hier noch ein Gespräch miteinander zu führen hat oder eben es ist hier vielleicht tatsächlich eine Gerichtsverhandlung, die ansteht, also dass man das hier eben auf diese Art und Weise klärt. Ich sehe hier, dass es hier für diesen Konflikt, also für diese Konfliktsituation eine Lösung gibt. Es ist wichtig, um die Ecke zu denken, ja, also es geht hier nicht um den direkten Weg, aber man kann eine Lösung finden in dieser Angelegenheit, in dieser Konfliktsituation. Und eben auch hier kann ich erkennen, dass du etwas loslassen wirst. Ja, da geht es auch um diese Themen, die dir schlaflose Nächte bereiten. Du hast hier im letzten Monatsdrittel setzt du hier ganz klare Schritte. Und für mich sieht das alles danach aus, dass diese Verbindung ja sich dem Ende zuneigt. Und
Also bei den allermeisten ist das für mich ganz eindeutig und auch eine extreme Erleichterung ist. Und hier kündigt das Universum auch neue Kontakte an. Ja, also du wirst dir hier im letzten Monatsdrittel ganz klare Gedanken darüber machen, was geht, was bleibt, was kommt. Ja, und in dem Fall eben, wer geht, wer bleibt, wer kommt. Also da verändert sich etwas im Umfeld. Das haben wir auch hier liegen im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Und es ist für dich eine Erleichterung. Und auf deiner Ebene sehe ich auch, dass du hier in ein Wachstum gehst, etwas geht in einen Aufbau. Tendenziell kann das hier auch eine zwischenmenschliche Verbindung sein, eine Freundschaft, kann natürlich auch eine Partnerschaft sein. Hier entsteht etwas und das ist positiv. Das ist doch etwas, das über einen längeren Zeitraum gehen soll. Ja, also das ist etwas, das, also nicht von heute auf morgen geschieht. Ja, also ist es hier durchaus möglich, dass du vielleicht im letzten Monatsdrittel einen neuen Kontakt knüpfst, der sich sehr vielversprechend zeigt. Kann natürlich auch ein bereits bestehender Kontakt sein, der hier dann mehr in den Vordergrund tritt, mein lieber Krebs. Und was diese Konfliktsituation betrifft, also wir haben hier auf beiden, also in beiden Lebensbereichen den Hinweis, dass hier, dass es hier zu einer Lösung kommt, ja, und dass das hier auch gerecht ablaufen soll. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.